Ich bin's wieder, euer DJ Dream 85 und ich heiße euch herzlich willkommen in Ur Thunder. Heute mache ich mal ein bisschen was anderes, ja, oder generell, ich fliege schon, ne? Nur, dass ich auch realistisch bleibe und ich mache ungefähr heute mal ein bisschen länger, ne? So eine Stunde oder so. Einfach mehrere Runden, weil ich will jetzt mal hier die ganzen Bestände, die da. Es ist halt eine. Ich liebe es, wenn neue Updates kommen, ne? Aber es kommt immer irgendwas. Bei alten Flugzeugen zum Beispiel kommt immer irgendwas extra hinzu. Jetzt hier bei den C202 zum Beispiel, bei den Italienern hier bei einigen. Was ist dazu gekommen? Ein Feuerlöschsystem. Einerseits cool, andererseits muss ich das wieder, ne? Ist wieder eine Lücke entstanden. Und dafür kriege ich ja extra keinen Bonus mehr, ne? Wenn ich das jetzt schließe. Dementsprechend, ja. Es nervt mich, aber es muss halt gemacht werden. Dementsprechend werde ich jetzt hier diese Lücken mal endlich schließen. Generell gesehen von einigen Flugzeugen. Hier fehlt noch ein bisschen was, da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Ne? Hier, der muss noch komplett. Ich dachte eigentlich, dass ich die P47D hier, die 30, eigentlich auch schon mal gepackt habe. Aber wie ihr seht, habe ich nicht. Die RE 2005 braucht auch noch mal ordentlich Nachschub, also. Dementsprechend dachte ich mir, komm, machst du heute mal ein bisschen hier und, ne? Im Übrigen, ich habe mir auf dem Gaijin-Markt, habe ich mir ein paar Skins gegönnt. Ein Skin von einem Panzer, jetzt muss ich gerade gucken, weil ich glaube, ich habe ihn freigeschaltet, aber irgendwo in meinem Hinterkopf sagt es wieder, nein, hast du nicht. Ja, da merkt man mal, wie kaputt meine Augen gerade sind. Ja. Ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit den Augen. Ich kann euch auch nicht so. Ich habe Kontaktlinsen, ne? Ich habe normalerweise Kontaktlinsen, also ich habe die auch gerade an, aber das Problem ist halt, heute so richtig. Ich kann euch nicht sagen, was das bei mir ist. Heute ist richtig derb. KPZ? Ne, wo war denn dieser Panzer nochmal? KF-41, wo war der nochmal gelandet? Nicht bei uns Deutschen, stimmt. Der war bei irgendeiner anderen Nation hier, bei Sowjets auf jeden Fall nicht. Boah, ich weiß es zum Verrecken nicht mehr, wo der gelandet ist. Weil für den habe ich mir, weil es gab doch vor kurzem noch diese E-Sport-Turniere und viele Skins sind sehr billig und da habe ich mir den mal gegönnt. Frage ist jetzt nur, wo ist der nochmal gelandet? Weiß nicht mehr. Franzosen? Eher unwahrscheinlich, würde ich gerade sagen, weil die Franzosen nehmen so ungern was von uns Deutschen. Ich weiß, das ist auch ein ganz blödes altes Klischee und das stimmt nicht zu 100%, aber so einige Sachen wollen sie von uns einfach nicht nehmen. Ah, da ist er ja, KF, ne? Ja, gut, das dauert natürlich, bis ich den habe. Kann ich den. Nee, ich kann euch leider den Skin jetzt nicht zeigen, das ist ein bisschen doof, ne, das ist jetzt doof. Schade eigentlich, das hätte ich jetzt gern getan. Ich gehe jetzt auch nicht extra auf den Gaijin-Markt, ne. Da, ja, weil da muss ich erstmal richtig wieder einloggen und alles und, also, dementsprechend, und da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Was soll's, ja, wie gesagt, ne, machen wir jetzt mal die Altbestände hier klar, ne, klären wir das erstmal hier. Und ja, nehme ich euch einfach mal intensiv mit. Ja, wir stehen wieder kurz vor Nikolaus, ne? Nikolaus. Ja, ja, der bärtige alte Mann besucht uns bald wieder. Und bringt das übliche Verdächtige mit. Na gut, in alter Zeit, zumindest bei mir war das so, gab es immer einen Fünfer. Also damals waren das nicht, waren das noch Mark. Keine Euro. Da habe ich noch 5 Mark bekommen. Das war übrigens kein Schein für diejenigen, die vielleicht diese glorreiche Zeiten nicht erlebt haben. Ne? Da gab es keinen Schein für. Das war wirklich, eine, ja, so ein, ups, so ein, das, was war das eigentlich mit, ich glaube, das war kein Silber. Das ist gar nicht mehr. Das ist Jahre her. Ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, der 1 und 2
1 und 2 finde ich, das war Messing. Ich weiß nicht mehr, der 5er, woraus der bestand. Das weiß ich nicht mehr. Silber wäre unlogisch, aber versteht ihr, was ich meine? Irgendwas silberfarbenes, keine Ahnung, irgendwas war's. Ja. Das war noch was, ne? Da hatten wir das noch in schwerer Manier im Portemonnaie rumhängen. Heute ist es ein Schein. Also, ja gut, einerseits kann ich nicht sagen, dass ich ein absoluter Befürworter des Euros bin. Ne? Immerhin, das wurde extra von vielen ausgenutzt und da wurden dann einfach die Preise manipuliert. Auf eine sehr fiese Art und Weise. Und ja, fand ich wirklich nicht toll. Ich habe immerhin mal, ich habe mal in einer Tierhandlung gearbeitet und das war zu dem Zeitpunkt, wo halt von Mark auf Euro umgewechselt wurde. Ne? Das war 2021, so in dem Bereich. Und nee, was war's? Laber ich da 2021? Hä, was? Ja, ich habe auch gerade gedacht, hä, wo bin ich denn jetzt im Kopf? Ja, nee, das war 2002, 2003, so in dem Bereich. So, Pi mal Daumen, weiß gar nicht mehr, wann exakt das war. Also, wann diese Umstellung nochmal war, doch 2002 und 2003, so in dem Bereich, glaube ich, war das nochmal. Und auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt habe ich in dieser Tierhandlung gearbeitet und ich weiß noch, wie der Chef von dem ganzen Laden mir entgegenkommt mit den Etikettiermaschinen und sagt, so, du musst nicht viel rumrechnen, du musst nicht viel nachdenken, du musst nur eins tun. Du an jedes Produkt, das wir hier anbieten, einfach das Eurozeichen dran machen. Mehr musst du nicht machen. Jo, das war der größte Betrug ever. Wenn ich überlege, da gab es zum Beispiel, gab es Tiernahrungszucker, also jetzt hier so wie Whiskas, ne, wo es noch eine Mark 65 gekostet hat oder sowas und dann nur noch, ne, dann eh halt dran und dann 1,65 Euro, da hat man natürlich mehr Kohle gemacht, ist klar. Das war eine Schweinerei. Oh Leute, glaubt mir, das war eine Sauerei, ey. Das habe ich mit live miterlebt. Vor allem, ich habe mich erst geweigert und dann, ja, du willst hier extra Kohle verdienen. Uns ist das scheißegal. Wir können dich auch schnell rausschmeißen. Zu dem Zeitpunkt brauchte ich halt die Kohle ganz dringend. Ne? Bisschen Geld zusammenfahren für Auto. Ne? Gut, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Führerschein. Aber ich wollte halt mir ein bisschen Geld für, ne, für beides halt zusammenfahren. Ne? Für Führerschein und für Auto. Und ja, da machst du halt, ne? Da bist du halt der Gearschte. Ne? Entweder du erfüllst deinen verdammten Job oder du kriegst keine Kohle. Ne? Ganz einfach. Anders lief das nicht. Oje. Das sind gleich zwei Stück, die auf ihn abfahren. Mein Innerstes sagt allerdings, geh erst auf die F4U, weil die P47, die wird nicht so. Ne, die ist nicht so. Oh oh. Yo! So, Kollege, schön durchhalten mit deiner Focke-Wulf. Ich komme. Oh, dann vorbei. Jo, den habe ich. Aber mein Flieger hat keine Energie mehr. Oh mein Gott, Kuppel. Oh, habt ihr das gesehen? Das war knapp. Das war haarscharf war das. Oh mein, er hätte mich, hätten wir uns gegenseitig umgebracht. Oh mein Gott, um ein Haar. Das war ein Millimeter vielleicht noch. Das war vielleicht noch ein Millimeter übrig. Dann hätte es schon, ne, dann hätte schon uns, ja, hätten wir uns schon umgebracht. Oh, da haben wir noch was. Hm, lecker. Okay. So viel zum Thema. Hm, lecker. Hm, lecker ist tot. Hm, lecker hat sich umgebracht. Ja.
War irgendwie klar, dass er sich umbringt. Aber das Problem ist halt, ich wollte ihn lecker haben. Er heißt jetzt nicht so, aber au, au. Was liegt mir denn da am Arsch? Vielleicht schaue ich noch zum Flughafen zurück. Nein. Na komm, Maschine, komm, 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 halt durch. Halt durch. Nein, nein, die Maschine kriege ich nicht mehr zurück. Selbst. Ja, überhaupt nicht mehr. So ein Scheiß. Schade. Aber ich denke mir, das hat jetzt schon. Oh, eine VB10. Ja, okay, Leute. Das ist schon, na, eine VB10 ist schon ordentlicher Brocken. Das killt einen schon den Arsch weg. Na, falls einer nicht so weiß, was ist eine VB10? Französisches Flugzeug, das Ding ist wirklich bösartig. Hat aber ein Problem, ist gehandicapt, ne? Kann keine Kurven ziehen richtig. Also kann schon so ein bisschen kurven, aber nicht so gut. Ne? Das ist kein Kurvenkämpfer, das ist wirklich ein... Ja, Angriffsflugzeug von der höchsten Manier. Wenn ihr das auf der Gegenseite rumfliegen habt, Head-to-Head mit dem Ding macht, Chance, das zu überleben, ist sehr schwierig. Es gibt Momente im Leben, da sagt man sich, okay, das schaffe ich, das schaffe ich, ich überlebe das, ne? Und dann gibt es mit dem Flugzeug aber Momente, da denkst du dir, scheiße, ich bin tot. Zumindest, ne, das ist... Selbst in Arcade ist die VB10 einfach ein so bösartiger, tödlicher Gegner. Da gibt es so einige Bomberpiloten, die zittern schon, wenn sie das Ding sehen. Ne? Also ich habe das schon oft genug erlebt, dass da einige Leute schon, yo, Leute da, ne, also richtig in den Chatbereich schreiben rein, hey Leute, da ist eine VB10, kann mir jemand helfen? Ja. Ich habe es einmal erlebt, da hat einer geschrieben, ja, helfen könnte ich dir schon, aber was kriege ich dafür? Wo ich dann gedacht habe, oh mein Gott, was ist das für einer? Ne? Ja, das ist dann schon wieder so ganz besondere Fraktionen. Ne? Oh, schöner Klarname, Orks. Ne? Wer wollte nicht schon immer ein Ork sein? Ja gut, ich schätze mal, das ist die Abkürzung von irgendwas Besonderem, ne? Irgendwas Besonderes. Aber ich finde das halt immer wieder genial, wie manche Clan-Tags, ne, so die Abkürzungen, ihre Abkürzungen sind manchmal. Ja, CIA sieht auch gleich. Am Ende nennen die sich sogar noch KFC, CIA oder so. Ja. Ja, gut, ich bin mal einem Spieler begegnet, der nannte sich Red Hot KFC, wo ich dann gedacht habe, okay. Okay, ja gut, rotes, na, ja, auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob der noch existiert hier im Spiel. Es gab, ja, was soll ich sagen, zum Thema Namen hier auf Thunder, da sind ja sowieso sehr viele lustige vorhanden. Allerdings haben wir jetzt momentan, okay, ich habe einen König gefunden, der witzigen Worte, ne, mach dich Kopfnuss. Ah, da fehlt was. Kopfnuss mit 2F. Ja, okay. Vielleicht wusste er es nicht besser, ne? Ja, wer jetzt sagt, ey, Moment mal, das stimmt doch, oder? Ja, die neue Rechtschreibung, bla bla bla. Okay, das ändert sich über die Jahre immer hinweg, ne? Also, das geht mir sowieso auf den Nerv. Seit Ewigkeiten wird eigentlich das scharfe S nicht mehr ausgesprochen, ist gesprochen und genutzt. Viele junge Leute da draußen wissen gar nicht mehr, was ist das scharfe S. Ja. Ja, das ist das Ding mit den geilsten Kurven ever. Na, richtig geile Kurven. Also, nicht die Kurven wie bei einer Frau, aber versteht ihr, was ich meine? Obwohl, kommst drauf an, wie du das machst, wie du das ausschreibst, ne? Ich kenne einen, der schreibt das ganz besonders aus, wo du dann denkst, okay, denkt der gerade an Möpse? Und ich habe jetzt nicht, ja, ich darf das sagen, Leute. Denn, falls jetzt einer sagt, ey, Moment mal, du sagst ein Wort, das du gar nicht sagen darfst in YouTube. Das Wort Mops, ne? Oder Möpse, darf ich aussprechen, denn ich könnte ja die Hunderasse meinen. Also,
Ja, 1-0 für, ne? Ja, und wenn er so zweideutig denkt, ja sorry, da kann ich nichts zu, ne? Da kann ich nichts zu. Da kann ich jetzt echt nichts zu. Okay, ja. Na, wieder. Ja, da weißt du nicht, wie er heißt. Ne, keine Ahnung. Ja, da weißt du. Aber gut, Kopfnuss-Typ hier ist der mit den lustigen Namen. Alle anderen haben kaum richtig lustige Namen. Ich guck da immer wieder mal ganz gern rein, ne? Gibt ja ganz nice Namen. Okay. Irgendwie ist hier keine Sau. Und ich meine das echt mit keine Sau. Okay, ich hab... da ist eine Sau. Okay. Okay. P51. Beim Clan-Tech-Name denke ich automatisch an Ursula. Aber wer hat da nicht gleich als erst dran gedacht, oder? Ursula, da denkst du automatisch an Ursula. Er brennt und brennt und brennt und brennt und... ist jetzt bald mal Schluss mit Brennen, Junge. Ich hab den nur einen kleinen Tech drauf, ne, ein klein bisschen Beschuss drauf gegeben, weil, naja, Abschusshilfe willst du ja auch haben. Also, wie zum Teufel kann ein... na, so viel Sprit hat eine P51 wirklich nicht, sag mal. Weiß der eigentlich nicht, wie... der versucht echt noch zu landen. Oh, ich krieg keine Abschusshilfe. Ist das eine Schweinerei oder ist das eine Schweinerei? Das ist eine fette Schweinerei. Die größte Schweinerei ever. Ich nicht mal mehr eine Abschusshilfe. So ein Shit aber auch. Oh, was hab ich denn da für ein Vogel hinter mir rumfliegen? Ah, der hat mir ganz schön eine reingedrückt. Der hat mir ganz schön eine reingedrückt und ja, ich merke schon. Der hat mein Kühlsystem kaputt gemacht. Das heißt, mein Motor wird nicht ewig existieren. Mein Motor wird nicht ewig funktionieren. Naja, gucken wir mal, wie es läuft, ne? Gucken wir mal, wie es läuft. Noch geht's. Noch geht's. Holen wir uns eine Spitfire mal weg. Ach Mist! Schraubt er sich da in den Boden, weil er irgendwelche Kunststücke vollführen will. Die sind mir natürlich am liebsten. Na, jetzt ist schon das Öl überhitzt. Ja, jetzt ist egal, komm. Showdown, ne? Showdown muss sein. Geht nicht anders da. Schade. Schade eigentlich. Hätten wir noch mehr rausholen können. Mindestens noch mehr. Aber Kühlsystem war getroffen. Hier in realistisch ist das natürlich eine tragische Situation, falls da mal einer, ne, eben frisch reinguckt und so sagt, ja, warum war das jetzt so schlimm? Jedes Modul, das getroffen wird, kann euch wirklich einfach nur in den Hintern kneifen. Ne? Jedes Modul, das getroffen ist. Jetzt habe ich jetzt nicht geklickt, aber ja, so die vorige Runde wurde effektiv und sehr schnell abgeschlossen, sehr gut abgeschlossen. Dementsprechend habe ich da auch Vorteile rausgezogen. So, warte mal, dann sind wir da schon durch, ne? Sind wir da? Jo, locker durch. Jetzt müsste es nur noch automatisch den Kauf abschließen. Das wäre es gewesen. So, sind wir den schon mal los. Der hier steht noch in den Sternen, aber ich glaube, der wird auch abgeschlossen gleich. Es sind auch nur 680 Points. Es sind nur 600, ne? Aber schaut mal, was ich jetzt erreicht habe. Ist das nicht witzig? Habe ich einen Auftrag abgeschlossen oder was? Nee, ich habe einfach nur normal Dings abgeschlossen. Das hier ist absolut geil. Kanonade, das wird lustig werden. Ich muss halt Spieler umlegen, ne, mit Maschinenkanone, mit kleinen Kaliber, bei den Panzern, gerade kleine Kaliber,
nicht weniger als 35 mm. Aber ich habe einen erledigt, was auch immer das war. Mittleres Kaliber, da habe ich noch gar nichts gemacht. Nicht weniger als 60 mm. Oh, da muss ich mal gucken. Ach so, noch schlimmer. Noch viel, viel schlimmer. Waffentyp, Offensivbewaffnung, Rakete. Umgelenkt. Nicht viel Auswahl, ne? Wirklich nicht viel Auswahl. Großes Kaliber, okay, nicht weniger als 90 mm. Da haben wir ja sehr viele amerikanische Fahrzeuge, ne? Riesenkaliber, ne? Nicht weniger als 120 mm. Da haben wir auch geile. Also, manches ist wirklich machbar. Mit den Maschinenkanonen Spiele abknallen, ja gut, ne? Hier steht ja nicht, dass ich Panzer abknallen muss, sondern ich, ja, kann ja auch Flieger abknallen, ne? Damit. Maschinenkanone weniger als 35 mm, also nicht weniger, also weniger als 35 mm. Irgendeine Flak, ne? Irgendeine Flak spielen. Irgendeine Flak. Also die Aufgabe ist machbar. Bis zum 20. Dezember, jo, ist machbar. Hier ärgere ich mich zu, Abzug, ne? Haben noch zwei gefehlt. Zwei Stück. Ja, da war ich mal zwei Tage mal nicht vorhanden. Genauso wie hier. Hat es auch nicht mehr viel gefehlt. Das ärgert mich abgrundtief. Ne? Richtig heftig. Oh, ich habe das neue freigeschaltet. Neues Emblem. Na, da. Strike Fighter Squadron 125. Von welcher Nation eigentlich? AUSA. Ja. Andererseits muss man dann wieder zwischendrin reinrufen und sagen, was wissen denn die Amerikaner von Wikinger? Ne? Was wissen die Amis denn über den Wikinger? Ja. Im Prinzip nix. Nein. Im Prinzip sehr viel. So, ich könnte die Maschine jetzt fliegen. Ich denke mir, das mache ich jetzt auch. Dann habe ich zumindest die erste Reihe vielleicht hier schon bald fertig, ne? Und die Kosten sind jetzt auch nicht gerade so hoch. 1100, hier 900, das geht. Das Ende ist 1000, ja, dann habe ich endlich diese SM92 bald mal fertig. Die nervt mich sowieso schon abgrundtief. Gut, sie ist nicht schlecht, ne? Wir haben eine 20 mm dreimal, wir haben viermal 12,7 mm Maschinengewehre. Wir haben eigentlich gewaltig viel Bumm dahinter, ne? Verdammt viel Bumm. Also, Bums halt, ne? Ganz schön viel, aber das Ding zu fliegen, das ist, ich sag's wie es ist, eine Herausforderung. Das Teil zu fliegen, du kommst dir vor wie, ja, keine Ahnung. Also, es ist, jetzt mal im Vergleich zu einer amerikanischen P-38 hier, zu der Lightning, die ist mir lieber als die SM-92 zu fliegen. Ehrlich, Leute, deutlich viel lieber. Oh, ich habe gekleckert. Nicht gut. Ich habe mit meinem Trinken gekleckert. Na gut, ein Vorteil hat das Ganze jetzt. Jetzt wird endlich der Tisch sauber. Das soll jetzt nicht so fürchterlich klingen. Ich habe hier nur eine Stelle, da ist ein bisschen, na, bisschen mal dreckig geworden. Ich klicke halt sehr gerne beim Essen. Oder eigentlich eher nicht gerne, aber ihr versteht, na, das passiert halt nun mal. Kann man auf so eine Konstruktion kommen? Ich begreif's nicht. Also, ja, echt, ey. Und das ist halt wirklich, das ist mehr, ne, das ist halt eine deutsche Konstruktion. Und es gab ja auch mal eine BF-109Z, ne, die basiert genau auf demselben Bauprinzip wie das Ding hier. Wo du dir hinterher die Frage gestellt hast, also, welcher Spinner war das? Welcher Spinner hat da... Ich kann es euch, ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, was die bei Messerschmitt damals sich gedacht haben bei der ganzen Chose. Ich kann es mir echt nicht erklären. Echt, ey. Irgendwie, sie wollten ein gewisses Ziel erreichen. Das steht mal fest. Ne? Irgendwas Besonderes wollten sie schon erreichen, aber... Ne, das Ziel, was sie erreichen wollten, haben sie ja nicht erreicht. Irgendwas haben sie sich aber dabei gedacht. Das war halt so der eine Punkt. Sie haben sich irgendwas dabei gedacht und haben aber ihr Ziel nicht, wie gesagt, erreicht.
Ich sehe Bomber. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass das Bombermaschinen sind. Frage ist nur, komme ich da hoch genug, um einen von denen abzukaschen? Steht in den Sternen. Aufgrund der Bomben, die ich dabei habe, bin ich leider ein bisschen gehandicapt. Aber, ach, okay, ist die T-18. Ich will jetzt nicht sagen, die Scheiße. Aber, was ist der andere Kamerad? Nee, ich gehe jetzt kein Risiko ein. Ich hole mir den da. Nachzügler ist sowieso immer das Bessere. Oh, IL-10, auch nicht schlecht. Me-264. Oh, und der hockt aber sehr weit oben. Und ich bin sehr langsam unterwegs. Ja. Ich werde brauchen, da hochzukommen. Aber ich glaube, es lohnt sich, hinterher zu steigen. Nur sehr, sehr langsam unterwegs. Vielleicht sollte ich jetzt wirklich die Bomben mal loslassen. Ah, da komme ich nicht mehr ran. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Energie komplett weg. Egal, ich schmeiß meine Bomben auf die Zone. Machst du nichts falsch. Und dann gucke ich mal, was ich mir so hole. Wenn tief unten eine IL-10 rumeiert, dann werden da gleich, ja, seht ihr, VB-10. Oh. Das wäre natürlich interessant, mit einer VB-10 hier Head-to-Head zu machen. Das wäre es natürlich. Na, das wäre mal eine ganz interessante Erfahrung im Leben. Aber es wäre auch keine so gute Idee. In Anflug mit den Bomben wird jetzt richtig schwer werden. So, durchziehen. Ich weiß nicht, ob sie aufgeschlagen sind, da wo sie sollten. Doch, sind sie. Und ja, hat geklappt. Nach einer Sekunde habe ich gedacht, scheiße, da bleibt noch so ein Fitzel übrig. Und der Typ kommt wirklich ran mit der VB-10. Komm, Energie. Ah, es reicht nicht ganz an Speeds, ne? Merkt ihr auch selber. Ihr seht das ja hier bei mir. Es reicht nicht. Und jetzt bin ich gleich ein Opfer für die Schakale, kann man sagen. Nein, doch nicht. Jetzt. Komm, zieh. Ran. Er hat den Teammate leider weggemacht. Ah, schade. Ich krieg ihn. Ich weiß, dass ich ihn kriege. Wir sind beide nicht die Kurvenkämpferkönige. Nein! Was ist? Wegen dem Kontrollverlust konnte ich nicht schießen. Hey. Hey, Maschine, komm. Halt. Komm, hoch mit dir. Was ist los? Mein scheiß Pilot will nicht. Mein dämlicher Pilot wollte einfach nicht. Der hat keinen Bock gehabt. Aber der Typ rammt mich und fliegt einfach munter weiter. Ist ja auch krass. Mein verdammter Scheißpilot wollte einfach nicht mehr reagieren. Der war noch mitten am Verrecken im Innersten. Naja, gut, Leute. So eine Situation kommt halt vor. Na? Ich hab's aber auch zu waghalsig gemacht. Oh. Wie bitte? Ja, gut, wir kennen das alle, Leute. Pilot ist eigentlich tot. Ich greife das extra nochmal an. Die Besatzung der ausgewählten Nationen sind momentan im Gefecht. Er ist tot und steht nicht zur Verfügung, ehe die Mission beendet ist oder 9 Minuten vergangen sind, nachdem du die Schlacht verlassen hast. Na, 9 Minuten, Leute. Der Pilot ist tot. Es muss ein neuer eigentlich her, aber nein, Strafzeit. Ich würde... Ja, eigentlich wurde das reingemacht, damit viele Leute nicht mehr diese, ja, ich gehe schnell in eine Runde rein, ne, Geschichte, ein Abschuss, sich in den Tod stürzen und das Team im Stich lassen. Leider werden dadurch immer wieder die Falschen bestraft, was ich überhaupt nicht schön finde. Da werden immer die Falschen bestraft mit der Scheiße und, ja... Können wir nur hoffen, dass das in Zukunft vielleicht besser wird.
Na ja, gut, dann fliegen wir mit dem weiter, ne? Dann machen wir mit dem weiter. Ah, das ärgert mich so abgrundtief jetzt, dass ich mir da hier... Ja. Ich hätte... Die Situation war blöd. Ich meine, ich hätte drauf vertrauen müssen, VW 10 braucht halt auch lang, aber... Ja, gut. Der Kontrollverlust, ey. Ich hätte warten sollen. Ich hätte einfach durchhalten müssen. Aber er war halt dann anschließend, ne, er wäre so oder so irgendwie, zumindest dachte ich halt, er versucht eine Schleife zu ziehen, ne. Einmal nach oben und Schleife und hat er ja auch generell gesehen fast richtig gemacht. Aber er hat sich selber, ich konnte nicht schießen, ihr habt das ja, ne, durch den Kontrollverlust konnte ich einfach nicht schießen. Das ging nicht. Mein Pilot, wenn der erstmal dieses rote Bild vor Augen hat, ne, dann ist er nicht mehr imstande, selbst wenn ihr mehrmals die Maustaste durchballert wie blöd, ist er trotzdem nicht mehr in der Lage hier, ne, als, ne, Feuerstoß loszulassen, also einen Schuss loszulassen. Ist ein bisschen schade, das gab es früher nie, aber es ist auch irgendwie logisch. Ne? Ja. So, schauen wir mal nach einem lustigen Namen. Hm, nix. Nee. Nee. Hm. Kein lustiger Name auf der Gegenseite, auf der Teamseite. Hm. Auch nichts dabei bis jetzt. Ne, oh, schade. Gulle. Naja, gut. Ne, Gulle ist nicht lustig. Wenn dann Ü dabei wäre, ne, und, ne, Gülle stehen würde, würde ich sagen, okay, ja, das ist ein bisschen halbwegs, noch nicht mal 100% lustig. Schade. Ne. Ja. Oh Mann, ey. Naja, was jetzt zu machen? Ist halt so, ne. Gibt nicht in jeder Runde lustige Leute. AM1, ich denke mir, den werde ich mir holen, sofern kein anderer auf die Idee kommt. Aber ja, der kommt drauf an. Was fliegt der da? Me 262. Oh, okay, die könnten den holen. Sowas von. Ja, die könnten ihn holen. Sieht sogar sehr stark danach aus. Nein? Was jetzt? Was waren die zwei? Kein Interesse an das Flugzeug. Hm. Dann womöglich haben sie zu wenig Sprit. Oder sie holen aus, um dann von hinten zu kommen. Aber selbst das ist jetzt... Nee, irgendwas machen. Vielleicht haben die gar keine Munition mehr. Vielleicht haben die komplett die Muni aufgebraucht. Muss ich natürlich sagen, ey, das ist doof. AM1, Head-to-Head, niemals anfliegen, Leute. Würde ich den gefallen. Ja. Niemals Head-to-Head anfliegen. Oh nein, nicht Kontrollverlust. Ach so, das ist der Pulkzerstörer. Ja, gut. Das ist der Pulkzerstörer. Dementsprechend ist verständlich, warum der hier jetzt hier nicht, Das war ein tödlicher Treffer. Das war's. Für ihn war's das. Was haben wir noch? Eine F4. Das ist heikel. Der fliegt mich Head to Head an. Ah, Mist! Ah, Fluch der Mist. Er ist Crit, also jede Aktivität wird ihn sowieso gleich umbringen, aber ich hätte vielleicht doch noch eine Salve draufhauen sollen, ne? Man sieht gar nicht, dass er Crit ist, aber er ist es. Ja gut, du wieder eine U-288er, ne? 288, ja. Der ist natürlich gearscht, wenn der jetzt nicht von der Jagd 9 weggeholt wird. Also die F4 Uhr.
Jo, Sniper in der Luft, das gucken wir uns an, Leute. Das Spektakel muss mal sein. Sniper in der Luft, er macht's ja richtig, ne? Er macht's schon richtig. Der mit der Mee, der geht auch ganz gut ran gleich. Oh, Achtung, von hinten Hornet, Jungs. Jungs, passt auf. Das ist ja spannender als im Kino. Da kommt der Hornet. Ja, gut. Easy peasy. Nein, nein, doch nicht. Von wem stammt das Ding hier jetzt? Ich glaube, der Mee-Kollege hat was verloren. Ja, definitiv. Oh je, Yuko Bros, hinter dir. Oh Mann, das ist wie ein Horrorfilm, Leute. Wie ein Horrorfilm. Ja. Und damit hat der böse, böse Horrorclown, würde ich mal sagen, hat er jetzt einen weggekillt. Ja. So, gehen wir zurück zum Hangar. Oh. Entschuldigt. Ja, ich habe heute Morgen ganz üble, ja, das ist auch ganz schlimm. Wenn das mal passiert, es ist echt fürchterlich, es ist schlimm für mich. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Habe ich ganz selten, aber es passiert halt nun mal leider. Ich bin noch im Halbschlaf, bin aber langsam am Aufwachen und dann haut es mir die Magensäure wirklich durch die, ne, durch die Speiseröhre durch bis nach oben und will dann oben raus, was nicht schön ist, und ätzt mir da fast alles weg. Ja. Das habe ich ganz selten, aber wenn es dann passiert, ist wirklich eine Katastrophe. Das ist echt sehr schlimm und vor allem ist es sehr schmerzhaft. Das kann ich euch echt nicht nahelegen. So, aber wir fliegen hier trotzdem mit der SM wieder nochmal. Ja. Übrigens, falls ihr euch fragt, SM, wofür steht das? Also nicht für das Offensichtliche, ne? Obwohl, es ist auch schon eine Folter, mit dem Ding zu fliegen. Wenn man es mal so überlegt. Nein, ich glaube, das war von der Firma Semovente. Ne? Es gibt ja diese Panzer Semovente. Und SM92 hieß, glaube ich, Semovente. Aber wir könnten gerne auch nochmal. Steht jetzt nichts dabei. Ne? Nee. Aber ich glaube, es war wirklich Semovente. Entweder das oder. Das ist einfach ein besonderer, ne? Bezeichnungsding. Ja, Bombenzone würde ich mal sagen. Die sind sogar noch näher dran als die Bodenziele selbst. Und daher, dass wir hier auch nur, seht ihr das, das sind mittelschwere Bodenziele. Ja gut, war kleine dabei, aber die mittelschweren kriege ich mit meinen 50ern nicht durch. Oh, eine B26C. Sie ist selten. Zumindest ich sehe in letzter Zeit sehr selten diese Maschinen. Ob jetzt in realistisch oder in Arcade, eher sein ohne Silber. Oh. Der Typ nur ansatzweise weiß, wie man damit umgeht. Ja. Sieht's nicht gesund aus für mich. Ein Head-to-Head-Kampf gegen so ein Ding zu machen, ist schon heikel. Ich versuche mal die Höhe zu gewinnen. Wenn ich so den Höhenvorteil habe, könnte ich mir vielleicht noch ein Plus rausholen. Oh, schau mal eine an. Die Versuchung ist ja da, ne? Womöglich, aber auch nur womöglich. Ich probiere es einfach mal. Ja, ich komme immer näher ran an ihm, also... Aber mir reicht der Speed nicht, meine Geschwindigkeit reicht einfach nicht aus. Das sind halt die Bomben. Ja, nee, da komme ich nicht mehr ran. Da komme ich jetzt nicht mehr ran. Was haben wir denn noch? SB2C. Auch eine Möglichkeit. Hat einen Heckgunner. Übrigens, falls ihr euch wundert, ne, wir haben auch einen Heckgunner. Allerdings ist der Typ nicht einwandfrei gut. Also, ne, die Waffe da hinten, die ist ja starr verbaut. Also muss der Gegner direkt hinter uns fliegen, exakt, um wirklich einen auf Deckel zu kriegen. Und daher, dass die meisten sowieso hin und her wackeln wie, keine Ahnung, wie ein Dancer, ne, wie so ein Breakdancer oder sowas, dann, ja.
Ja, die SB2C ist eine mögliche Variation. Fliegt der jetzt rum, um mir Head-to-Head entgegenzufliegen oder was? Nein, 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 nein. Ah, verflucht. Ja. Ich schmeiß die Bomben weg. Die bringen mir jetzt nur Probleme. Oh, Nicht überlast. Rot weg, das ist meiner. Rot weg, das ist meiner. Hey, pfui, aus. Ja, jetzt habe ich extra die Bomben dafür weggeschmissen. Schweinerei, ey. Immer diese Killdiebe. Könntest du am liebsten an den Haaren. Ja. Am liebsten. Wenn es nach mir ginge, würde ich die alle packen und einfach mal durch den Fleischwolf jagen. Aber, ja. Hey, Flash, komm runter. Duellieren wir uns hier unten. Aber auch gefährlich. Eine gefährliche Idee. Ganz gefährliche Constellation war das. Wasser überhitzt? Oh, es geht. Es ist nur ein Motor, ne? Es kann auch heikel werden, aber es ist nur ein Motor ist es. Obwohl, nur mit einem Motor kann das Ding nicht richtig effektiv arbeiten. Das steht noch fest. Definitiv. Ich hole noch das KI-Flugzeug. Echt jetzt? Ohne Shit? Naja gut. KI-Flugzeug fällt gleich vom Himmel. Was soll's? Das Ding ist so stark getroffen. Na gut. So, jetzt aber. Mein lieber Scholli. Oh, auch schön. KI-Flugzeug, so schön. Bus. Das habt ihr nicht gesehen, Leute. Das habt ihr echt nicht gesehen. Oh, was kommt uns denn da entgegengeflogen? Ah, schade. Öl überhitzt. Mir egal. Noch geht's. Ah, oh, der ist down. Der ist down, der schafft's nicht mehr. Was haben wir noch? Wir haben eine P51, ist auch eine Möglichkeit, allerdings hat er einen Höhenvorteil. Ja, der Motor ist etwas putty. Hey, wo kommst du denn her, Speedy? Ah, ich glaube, meine Motorleistung lässt nach. Hilfe! Teammates, wo seid ihr? Ah, verflucht. Ich kann nur hoffen, dass die Teammates den holen. Ich muss zum Flugplatz. Unbedingt. Mein Motor streikt schon. Nein, 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 nein. Geht schon noch. Okay, ich verliere ganz schön gut Sprit. Noch klappt's. Motor überlastet. Ja, noch geht's. Alles in Ordnung. Das ist nur so ein Husten, ne? Das ist nur so ein. Shit. Ich habe das Gefühl. Ne, komm, 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 komm. Nein, nein. Ah, verdammt, die Klappen, die Klappen. Die symmetrischen Klappen. Komm schon, komm schon, komm schon. Zieh durch. Zieh. Nein, nicht die Bäume. Lass doch die Bäume in Ruhe. Scheiß Bäume, ey. Oh, es war die Viva. Ich habe ihn vorhin noch so schön angepriesen, ne? Es war die Viva. Ah, ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Na gut, mit zwei Abschüssen habe ich mich eigentlich ganz gut durchgeballert, ne? Kann man sich ja gar nicht so beschweren. Ich kriege immer einen kleinen Forschungsbonus drauf. Was? 35%? Naja, gut, das geht schon. Ne? Dann gehen wir mal in den Hangar. Kommt. Gehen wir mal in den Hangar. Die Runde ist sowieso so gut wie fast vorbei. Ne? So, einen Moment. Ich muss mich leider um meine Maus kümmern. Da hat sie schon wieder unter der Maus. Da sind ja so weiches Material, damit ich über meinen Tisch besser drüber flitzen kann damit. Ne? Da hat sich schon wieder irgendein Dreck angesammelt.
Daher muss ich das immer wieder regelmäßig sauber machen. Ich habe dafür extra mir hier so ein bisschen was zurechtgelegt. So. Ja, ich muss mal wieder über den Tisch wischen. Das ist halt auch manchmal, da sammelt sich auch manchmal dummerweise ein bisschen Staub an. Ne? Ja, Skillbonus 567. Ne? Kleiner Bonus mit oben drauf. Kann ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Modifikationsbonus hier 4000 und die Runde ist noch nicht vorbei, oder? Naja, doch, die ist vorbei, okay. Aber trotzdem, viel habe ich geholt. Viel habe ich geholt und viel haben wir freigeschaltet. Da kann man sich jetzt echt nicht drüber beschweren. Motorleistung hochhauen, ja, das bitte, bitte. Das wollen wir auf jeden Fall. Ja gut, den 20er Gurt, ja, kann man machen. Kann man ja machen, muss man aber nicht, ne? Ja, aber richtig gute Runde war das jetzt noch als Abschluss, würde ich sagen, weil jetzt ist Schluss, Leute. Wir haben genug Runden gemacht, wir haben jetzt hier so einige, ne? Einige gemacht, ne, das stimmt nicht, Hürden? Doch, Hürden, tatsächlich. Ja? Ne, den habt ihr ja nicht mitgekriegt, genau. Aber so einige gemacht und 10.000 plus gemacht an Kohle, ja. Es geht doch, ne? Das geht doch. Ja, das Ding wird mich trotzdem noch einen gewissen Zeitraum verfolgen, ne? Aber ich denke mir, bald werde ich das Ding auch abgeschlossen haben und dann ist Ruhe. Ja, ob das mit den Bomben hier einen Sinn macht, bin ich mir gar nicht so sicher. Na, 160? 160, okay, aber guck mal die Durchschlagswerte. 73 mm. Hm. Ja, ja, okay. Hm. Ja, warum nicht? Ne? 160 Kilobomben. Also ja, es gab schon bei einigen Nationen unterschiedliche Bombenqualitäten, ne? Aber 160 Kilobomben, ich wusste gar nicht. Hm. Naja, gut. Ja, da fragst du nicht, ne? Es ist halt so. So, bei der 20 mm kann ich jetzt hier schön auswählen, aber da denke ich, nehme ich mir hier diese panzerbrechende Muni, obwohl die das hier. Oh, Minengeschoss. Ja, komm. Da sage ich nicht nein zu, ne? Minengeschoss, wer sagt schon zu Minengeschosse nein? Wenn das einer macht, sorry, aber dann hat er einen ultimativen Dachschaden. Ne? Minengeschosse sind einfach richtig übel, richtig grausam. Und extrem beliebt. Na, kann man nicht anders sagen. Okay, die 160, na gut, die sind schon entsprechend groß. Aber damit kann man schon so einiges erreichen, würde ich sagen. 73 mm reicht auf jeden Fall aus, um einen T-34 auf jeden Fall umzulegen. Ne? Nur so mal als Beispiel. Ne? Reicht auf jeden Fall mal aus. Was mich jetzt fuchst, weil hier steht Vorschau. Gucken wir uns mal kurz diesen Tarnanstrich-Skin hier an. Der hier so angepriesen wird. Na? Hm. Naja. Naja, ich weiß nicht. Nee, bleib mir lieber beim anderen. Ich habe noch den hier. Der sieht jetzt auch nicht so toll aus, ne? Aber es geht. Na? Den habe ich mir vor, ach, keine Ahnung, langer Zeit mal freigekauft. Ja, der war so spottend billig, da ich gedacht habe, komm, machst du mal. Sieht jetzt nicht allzu wild aus, ne, aber, ja. Ach, das ist ein Pferd. Für einen kurzen Moment sah das wie ein Löwe aus. Ja, ja, DJ, check mal deine Kontaktlinsen. Ja, kein blassen Schimmer, ja, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Aber gut, ja, das waren noch ein paar geile Runden. Das hat richtig Bock gemacht. Das mit der SM92, dass das so, das ärgert mich. Ich sag mal so, hätte er mich nicht gerammt, ne? Hätte es noch besser ausgehen können. Hätte er mich nicht gerammt, ich hätte mich fangen können, ich hätte ihn hinterher und hätte ihn umlegen können. Ne? Aber er hat mich gerammt, ein Teil meines Flügels war weg, ich war dem Untergang geweiht. Schade eigentlich, ne? Schöne Maschine. Also, irgendwie, ne? Trotzdem, also. Bis heute verstehe ich diese Konstruktionsweise hier nicht. Gut, die, was ich vorhin gesagt habe, BF109Z, ne, die hat natürlich zwei Cockpits, ne, einmal hier, einmal da.
Und die Piloten mussten aufeinander im Training abgestimmt werden. Ne? Die mussten wirklich gleichzeitig dieselbe Bewegung machen mit den Klappen und Co. und alles. Wenn das nicht eins zu eins geklappt hat, Leute, ja, dann war das Flugzeug dem Untergang geweiht, auf jeden Fall. Ne? Das ist auch so wieder so eine Trainingsmaßnahme, wo ich dann so denke, ja, okay, das wird gedauert haben. Ich hatte allerdings auch mal einen Bericht gelesen darüber, und das ist sehr witzig, dass man extra, also wie gesagt, für die B-109Z, es gab ja eigentlich nur zwei Produktionsmodelle, ne? Ein Prototyp und dann halt einfach mal richtig Produktionsding. Und dafür hatte man extra Zwillinge, also ne, rangeholt, die dann auch wirklich miteinander abgestimmt. Da, ja. Und irgendwo habe ich halt einen Bericht gelesen, wo dann halt die Planung drin lag, mehrere von den Modellen zu bauen, aber damit das auch wunderbar funktioniert, sollten Zwillinge eingestellt werden. Wo ich dann gedacht habe, na gut, da haben wir halt die gezeigt, wie viele Zwillinge gab es in Deutschland. Oh, keine Ahnung. Ne? Ja. Und wer sagt, dass Zwillinge eins zu eins miteinander ne, gleich abgestimmt sind? Ja gut, im Prinzip ist es ja schon so irgendwie, aber ne, auch wieder nicht. Also ja, ne, also naja, egal. Ne, Konzept war trotzdem witzig. Ne, das Konzept war trotzdem witzig. Ja gut, das war's. Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Lasst mir nochmal ein Like und ein Abo da. Und ja, dann warten wir mal ab. Also nächstes Update steht hier in den Startlöchern. In den nächsten Tagen kommen mehr Devblog News. Besser gesagt, kommt einfach mehr Devblog Zeug. Und ich bin mal ganz gespannt, was wir jetzt hier alles kriegen. Wie gesagt, es kommt ja ein neuer Rang rein, ne? Für die Panzer, also. Momentan sind wir ja hier bei Rang 7 und jetzt kommt Rang 8 und in Rang 8 kommen die hochmodernen Fahrzeuge, die jetzt ne, existieren. KV-41 zum Beispiel, der zählt mit rein als extrem hochmodern. Ne, der zählt auf jeden Fall mit rein. Ariete AMV bin ich mir gar nicht sicher, ob der. Weiß ich jetzt nicht ganz zu 100%, aber auf jeden Fall werden dann Fahrzeuge wieder verschoben. Freccia, das müsste eigentlich auch ganz oben mitspielen, ne? Freccia, weil das Ding ist heute noch aktiv, Freccia, ne? Das Ding ist bis heute noch aktiv. Und witzigerweise habe ich mich mal grob über die darüber informiert, was das Ding so kostet. Übrigens, wenn ihr nach mal googeln solltet, passt auf, dass ihr das mit dem Freccia nicht verwechselt mit dem italienischen Bötchen. Ja, da gibt es ja, naja, ja, typisch Italiener, ne? Ein Schiff so nennen und naja. Was waren das jetzt nochmal? Bevor ich jetzt falsche Daten rüberhaue, 280.000 Dollar. Ne? 280.000 Dollar kosten angeblich, aber ich denke mir vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil das Fahrzeug ist ja schon nicht schlecht. Aber trotzdem, sehr teuer, ne? Kann sich nicht jeder leisten. Wenn ich so viel Geld hätte, würde ich mir so ein Teil natürlich kaufen. Einfach so, ne? Unten einfach zum Parken hinstellen, einfach so. Könnte ich natürlich nirgendwo hier in Deutschland ausfahren, ne? Obwohl, einkaufen mit dem Ding wäre ganz lustig dann. Wo stellst du dich hin? Die auf dem Parkplatz, die gucken dich erstmal blöd an, ne? Und dann, ja gut, beim Drive-In, das wäre natürlich, ne? Nee, das Fahrzeug passt gar nicht in den Drive-In rein. Von der Breite her, klappt gar nicht. Das klappt nicht. Ja. Aber das wäre doch mal was, ne? So was Lustiges, ne? Müsste auch mal sein. Ja, gut. Na gut, aber nichtsdestotrotz, ne, das war's jetzt. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Panzer fahren. Ja, weiß nicht, was ich jetzt da Spektakuläres vielleicht noch mache.
Ah, ich habe Bock, mir das nicht dann mal wieder um die Ecken zu ziehen, ne? Generell könnte ich ja natürlich hier die Aufgabe ein bisschen mit euch anschließend hier noch hier mit der Kanonade ein bisschen abarbeiten. Na, da könnte man ein bisschen was tun. Problem ist, also Maschinenkanone. Ja, als Offensivbewaffnung, ne? Müssen wir mal gucken. Weniger als 35 mm Offensivkanone. Okay, ja. Das wäre jetzt die Möglichkeit, PC Dam. Kommt aber auf die Muni an und ne, ich habe die neue Muni hier noch nicht drin. Da müsste ich noch ein bisschen ranklotzen. Dann könnte ich damit auch Panzerfahrzeuge weghauen. Ansonsten gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ne, der ist 106. Ja, gute Frage. Der hier hat 20 mm, ne? Der könnte hinkommen. Der könnte auf jeden Fall hinkommen. Otto R3, der könnte hinkommen. Was auch noch gehen würde, wäre dieses Leopardenverschnittding. Ah ne, 40 mm, das ist schon drüber. Ja, das ist jetzt so eine Frage. Und es muss im Rang 3 sein, ist klar. Na, mit dem Ding würde ich es jetzt nicht probieren wollen. Das Fahrzeug selbst hat sowieso große Probleme. Und ich meine jetzt nicht wegen der 20 mm. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Eigentlich gibt es nur ein Fahrzeug, was mir jetzt so in den Sinn kommt, wo es richtig gut laufen könnte. Das wäre jetzt der BTR hier. Der eine da. Frage ist nur, wo habe ich den hin? Wo war der nochmal? BTR, nee, nicht der. Also auch nicht der hier, sondern es gibt ja noch einen anderen, obwohl den müsste ich eigentlich auch mal freischalten. Der hat sogar 14,5. Wo ist denn dieses hochmoderne Ding? Weil der müsste hinkommen, der BTR 80. Der müsste eigentlich hinkommen. Ich finde ihn nicht, ey. Ach, da, ne? Ah, nee, 30 mm. Nee, warte mal, 30 mm? Moment, Moment. Gucken wir lieber vorher nochmal nach. 30 mm, ich glaube, das kommt dem hin. Weniger als 35 mm. Ja, wunderbar, würde funktionieren, ne? Würde gut funktionieren, könnte super klappen. Ne, BTR 80 natürlich ganz schön gefährliches Fahrzeug. Ja, könnte eigentlich gut klappen. Gut, ich bräuchte diese Munition, um richtig was rauszuholen. Obwohl die hier ist ja auch noch nicht so schlecht, ne? Aber top ist natürlich das hier. Da muss ich ein bisschen ranklotzen mit dem Ding. Muss mal gucken. Vielleicht schaffe ich das. Ne? Vielleicht schaffe ich das. Jo, aber jetzt machen wir mal Schluss, Leute. Na, ich habe es hinausgezögert auf eine Stunde. Also, wie gesagt, euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß noch. Ach ja, und hier in Frankfurt schneit's. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Aber gönnt euch den Schnee. Bei uns liegt das leider nicht lang hier. Das ist kurze Zeit. Also, und bei uns kommt auch nicht viel immer runter. Also, ja, wir haben da in der Vergangenheit es gehabt, dass wir hier wirklich mal Meter hatten. Aber generell gesehen bleibt das meistens nicht lang liegen. Na, ja. Aber Schnee ist kein Mythos mehr. Also, bis dann, Leute. Ciao.